Wir müssten uns kümmern. Wir wundern uns dann immer nur. Wir haben jetzt seit Jahrzehnten Autokanzlerinnen und Autokanzler gewählt. Was glauben wir, was das Wort Autokanzler bedeutet? Da entstehen sakrosankte Parallelgesellschaften, die sind unantastbar und machen, was sie wollen. Und dann passiert immer das Gleiche, wenn Parallelgesellschaften ohne Kontrolle sind. Also Willy Brandt hat noch den Kniefall in Warschau hingekriegt, Schröder hat schon nur noch den Kniefall in Wolfsburg hingekriegt und Merkel lag von vornherein. Deswegen ist die CDU auch keine Umfallerpartei, weil die noch nie für was gestanden hat. Das ist der Ruf erst ruiniert, legt sich völlig ungeniert. Ja, aber man darf sich dann aber nicht wundern. Wir kriegen jetzt in die deutsche Seele reingerieben seit Jahrzehnten, dass wir ohne die Autoindustrie nichts sind. Dann passiert genau das. Und erst wenn es richtig knallt, merkt man, oh, das waren ja Parallelgesellschaften. Erst wenn es wahnsinnig knallt mit tausenden vergewaltigten Kindern durch Priester, dann, oh, das ist ja eine Parallelgesellschaft. Die regeln das dann untereinander. Jetzt haben sie sogar ihre eigene Studie raus. Das ist doch toll. Ich glaube nur an die Studie, die ich selber rausgegeben habe. So muss das sein. Und wir wundern uns dann immer, das verstehe ich nicht. Wir waren doch dabei die letzten Jahrzehnte. Wir haben jetzt jahrzehntelang Insektenvernichtungsmittel auf die Felder gespritzt. Jetzt sind wir traurig, dass die Insekten vernichtet sind. Was? Ja, aber dann. Was machst du mit so einer Gesellschaft? Und so ist es auch mit Antisemitismus. Wir wundern uns jetzt, dass Antisemitismus an den Schulen ist. Das wundert einen doch nicht. Darf man sich dann überhaupt nicht wundern. Und wir wundern uns jetzt, dass die Integration nicht klappt. Das wollte man nicht. Am langen Ende muss man dann doch zähneknirschend und kleinlaut immer das machen, was die linksliberalen Multikulti-Ökospinner-Humanisten-Pazifisten schon seit Jahrzehnten vorgeschlagen haben. Nö, wir müssen gar nichts machen. Doch, wir müssen uns kümmern. Wir brauchen Lehrer, wir brauchen Sozialpädagogen, wir müssen Nazi-Exit-Programme stärken, wir brauchen Jugendzentren. Nee, nix brauchen wir nicht. Die CDU hat sogar 50 Jahre nicht mal einsehen wollen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und jetzt fliegt es uns genau auf die Füße und jetzt dreht die CDU durch. Also 50 Jahre Totalverweigerung und jetzt totale Überreaktion. Also man darf sich nicht mehr über die Tagesschau wundern. Guck dir die letzten 20 Jahre an, dann weißt du, wie die nächsten 20 Jahre irgendwie sein könnten und weißt, warum die Tagesschau heute ist, wie sie ist. Ich wundere mich da nicht drüber. Das ist doch wunderbar gelaufen. Oder?